Man kennt das. Wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, dann sind häufig noch Parkvignetten oder irgendwelche anderen Aufkleber in der Windschutzscheibe. Und die sind gar nicht so leicht abzubekommen. Markus ist professioneller Autopfleger und der weiß genau, wie man sowas rauskriegt. Die meisten kaufen sich einfach einen Zeranfeldschaber und kratzen die Plakette ab, aber das verursacht Kratzer. Wie man die Plakette richtig entfernt, dafür haben wir Tipps für euch. Tipp 1. Wärme ist eine gute Methode, um Klebestoffe zu lösen. Es schadet nicht, die Stelle, an der die Plakette klebt, mit einem Heißluftföhn zu erwärmen. Achtet darauf, dass die Scheibe nicht zu warm wird, ansonsten kann diese reißen. Tipp 2. Mit einem Plakettenentferner könnt ihr die Klebestellen leicht lösen und somit die Plakette sehr schnell entfernen. Tipp 3. In den meisten Fällen werden Klebereste an der Scheibe haften. Nachdem die Scheibe abgekühlt ist, könnt ihr Klebstoffentferner auftragen und die Reste einfach entfernen. Tipp 4. Durch die Klebereste wird die Scheibe verschmiert sein. Nutzt die Gelegenheit, um diese zu reinigen.